Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler und begrüße euch hier aus Ahrensburg, aus meinem Garten am Freitagnachmittag. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, also jemand, den kenne ich schon ein bisschen länger und hat immer Kontakt mit ihm, bis jetzt auf der Finanzierungsseite aber noch nicht. Und er hat ein kleines Problem, wo wir jetzt gerade halt an einer Lösung arbeiten. Also grundsätzlich, man kann hier Neubauprojekte machen. Entweder man baut was neu und behält es im Bestand, das kann man tun. Oder man macht halt ein Bauträgerprojekt, man baut irgendwas und verkauft es danach. Und ungeschickt ist es, aber passiert dennoch ab und an mal. Jetzt wirklich gute Grundstücke sind ja immer ein bisschen schwer zu bekommen. Und wenn mal eins da ist auf dem Markt, dann muss man meistens schnell zuschlagen, weil ansonsten tut es jemand anders. Und die Schwierigkeit ist, dass ja möglicherweise, wenn man jetzt ein Grundstück so knall auf Fall kaufen muss, dass man dann möglicherweise noch nicht die kompletten Bauplanungsunterlagen, Baugenehmigungen und was man nicht alles braucht für das Gesamtprojekt zur Verfügung hat. Aber solange nicht die fertige Projektplan mit allen Unterlagen und Genehmigungen steht, finanziert einem natürlich auch keine Bank das Gesamtprojekt. Worauf Banken üblicherweise aber auch keinen Bock haben, ist jetzt einfach ein unbebautes Grundstück mal auf Zuruf zu finanzieren, ohne zu wissen, was wird dann da irgendwie draus und wenn es dann soweit ist, macht er dann die Finanzierung mit mir oder bekommt er dann eine andere Bankenzuschlag oder wie verhält sich das? Also da haben die meistens keinen Bock drauf. Das heißt, für unbebaute Grundstücke eine Finanzierung zu bekommen, ist immer schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber was die Problematik ist, wie gesagt, ich kriege für das unbebaute Grundstück, kriege ich jetzt keine Finanzierung für ein Jahr oder eine Variable, das ist für die Bank der totale Hafer. Und schlechtestenfalls habe ich dann für das unbebaute Grundstück schon eine langfristige Finanzierung, 5 Jahre oder 10 oder wie auch immer. Das ist dann nicht besonders gut. Und das bedeutet dann, wenn ich jetzt den Rest, also ich habe jetzt das Grundstück, was immer das kostet, in welcher Lage, aber nur mal jetzt mal einfach, dass es als mit den Zahlen verstehbar ist. Ich kaufe jetzt das Grundstück 100.000 Euro, finanziere die 100.000, da brauche ich 1 Million, um drauf zu bauen. Dann ist natürlich der erste Rang im Grundbuch durch die Bank, die das Grundstück finanziert hat, belegt. Und die Millionen werde ich schlechterdings bei irgendeiner Bank finanziert kriegen, die da in den zweiten Rang geht. Was bedeutet, ich muss die Finanzierung bei der Bank machen, bei der ich schon das Grundstück finanziert habe, weil woanders kann ich nicht hingehen. Und dann bin ich in der Situation, dass die Bank, wenn sie weiß, ich kann nirgendwo anders hingehen, sich natürlich die Konditionen und die Zinsen und die Gebühr und was auch immer nach Gutdünken ausdenken kann. Und das ist irgendwie nicht sonderlich angenehm, wie ihr vielleicht verstehen werdet. Deswegen ist die Challenge, entweder ein Neubauprojekt beginnt mit dem Kauf Grundstück wirklich so zu finanzieren, dass alles fertig ist und alles bis A bis Z durchgeplant ist. Das ist der Idealfall, wie es in einer gerechten Welt wäre. Oder ich sollte irgendwie die Möglichkeit haben, das Grundstück entweder Cash zu bezahlen, weil ich beispielsweise das Geld habe. Und wenn ich es nicht habe, dann muss ich mir irgendwo einen Kapitalgeber beschaffen und die gibt es ja, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, wobei solche Anschubfinanzierung für Bauträger ist natürlich auch Risikokapital, das sind auch nicht alle Leute, die das machen und mit denen muss ich dann gute Verträge machen und gegebenenfalls viele Zinsen und Gebühren bezahlen, aber selbst wenn ich für ein Jahr irgendjemanden im Cash-Investor viele Zinsen bezahlen muss und kann danach irgendwie umfinanzieren und tun und machen und mein Projekt fertigstellen, ist das irgendwie immer noch die sinnvollere Variante, als mich auf 10 Jahre mit einer Bank zusammenketten. Also wie gesagt, eine Bankfinanzierung mit langer Zinsfestschreibung für ein unbebautes Grundstück und dem Plan, irgendwann irgendwas zu bauen, das ist in aller Regel kein Erfolgskonzept.